So, es lässt sich nicht vermeiden, auch das Additionsverfahren kommt noch dran. In dieser Aufgabe sind erstmal sehr übersichtliche Gleichungssysteme. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Die ganze Sache heißt Additionsverfahren, weil wir ganze Zeilen voneinander addieren oder subtrahieren können. Wir können sagen, erste Zeile plus zweite Zeile oder zweite Zeile minus erste Zeile oder sowas. Natürlich können wir auch Zeilen miteinander vertauschen und wir können Zeilen mit einem Faktor multiplizieren. Wir könnten sagen, erste Zeile mal 2 zum Beispiel. So, bei diesen leichten Aufgaben brauchen wir das nicht. Wir müssen nur addieren, subtrahieren. Deshalb will ich gar nicht mal zu viel erklären. Wichtig ist, dass gleiche Variablen untereinander geschrieben sind. Also hier x muss schön untereinander stehen, y muss schön untereinander stehen und dahinter gleich irgendeine Zahl. Ne, das muss auch schön untereinander stehen. Das Ziel ist jetzt immer, dass wir in einer Zeile eine Variable eliminieren. Also wir können das sehr einfach erreichen, indem wir sagen, erste Zeile plus zweite Zeile. Was würde passieren? Hier steht 3y und hier steht minus 3y. 3y plus minus 3y ist 0. Damit wäre y weg. Also eins nach dem anderen. Wir sagen erste Zeile plus zweite Zeile. Dann würden wir sagen 5x plus minus 4x. Das ist einfach x. Dann 3y plus minus 3y ist 0. Brauchen wir nicht schreiben. Ist gleich. Und jetzt 14 plus minus 16 ist minus 2. Minus 2. X können wir jetzt einsetzen in, sagen wir mal, die erste Zeile. Und dann steht da 5 von minus 2 ist minus 10 plus 3y gleich 14. Auf beiden Seiten plus 10. Und dann steht da 3y gleich 24, beide Seiten geteilt durch 3 und y ist gleich 8. Bei der zweiten Aufgabe müssen wir auch nicht viel machen. Da steht 2x und minus 2x direkt untereinander. Das ist schön. Wir können also einfach sagen, erste Zeile plus zweite Zeile oder zweite Zeile plus erste Zeile ist egal. Dann würden wir rechnen, also 2x plus minus 2x ist 0, 5y plus 3y ist 8y, also 8y ist gleich 14 plus 4 ist 18, beide Seiten geteilt durch 8, dann ist y gleich 18 Achtel ist 9 Viertel. So, die 9 Viertel setzen wir mal hier ein in diese Gleichung. Dann würde da stehen, also minus 2x plus 3 mal 9 Viertel wäre 27 Viertel, ist gleich 4. Beiden Seiten minus 27 Viertel. 4 minus 27 Viertel ist minus 11 Viertel. Also minus 2x ist gleich minus 11 Viertel. Beide Seiten geteilt durch minus 2. Und dann steht da x gleich 11 Achtel. Also ich schreibe es mal hier, x gleich 11 Achtel. Dann ist das Ergebnis y gleich 9 Viertel und x gleich 11 Achtel. Was machen wir mit der letzten Aufgabe? 3x minus 7y gleich 17 und minus 3x plus 7y auch gleich 17. Wir können ja mal sagen, erste Zeile plus zweite Zeile, mal gucken, was passiert. Dann müssten wir also rechnen, 3x plus minus 3x ist gleich 0. Dann minus 7y plus 7y ist auch 0. Also plus 0 ist gleich 17 plus 17 ist 34. Und dann würde da stehen 0 gleich 34. Und das ist natürlich falsch. 0 ist nicht gleich 34. Also hat dieses Gleichungssystem keine Lösung. Ja, keine Lösung. Also das kann auch immer passieren. Wenn wir keine eindeutige Lösung bekommen, kann es auch sein, dass da sowas steht wie 0 gleich 0. 0 gleich 0 bedeutet, es gibt unendlich viele Lösungen. Wenn da eine falsche Aussage steht, 0 gleich 34, 0 ist halt nicht gleich 34, dann heißt das, wir haben keine Lösung. Und wir sind fertig.